Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 9 von Shapes.io. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich hier einmal da das machen muss, dass ich was wegschmeißen muss, damit die Bauteile weiter durchfließen. Allerdings sehe ich gerade, dass sie gerade wieder laufen, aber das kann vom Abspeichern sein. Und er hat mir einen Hinweis gegeben, dass ich hier irgendwo was kaputt gemacht habe. Und zwar ist es wahrscheinlich hier gewesen. Dieses Fließband lief nicht, weil ich da den da reingesetzt habe und dadurch ist das umgebaut. Okay, dann läuft das auf jeden Fall und jetzt müssen wir hier unten gucken. Hier ist es wieder so, dass dieses Fließband leer ist. Da müssen wir irgendeinen Teil wegschmeißen. Jetzt die Frage, wo, ne? Ich schätze mal hier, dieses schmeißen wir weg, weil dann kommt da ein Mülleimer hin. Und dann gucken wir mal. Und der Mordrak hat auch geschrieben, dass man das leer laufen lassen muss, damit es dann wieder läuft. So, jetzt mal gucken, ob es jetzt wieder klappt. Okay. Sieht so aus, als ob es jetzt funktioniert, ne? Ja, weil hier war definitiv, wir machen da ja zwei Teile raus hier. Und hier kommt ja immer nur eins an, deswegen konnte das nicht funktionieren. Jetzt funktioniert es, weil wir das eine Teil wegschmeißen. Okay, dann haben wir den Fehler behoben. Und ja, dann müssen wir mal beim Hub gucken, was da so angesagt ist. Achso, dieses Teil hat der Modrak dann auch noch geschrieben, dieses weiße oder diese Form, die ich jetzt sowieso gebaut habe, die blaue Form hier. Die gibt es auch auf der Karte direkt wohl, aber wahrscheinlich weit weg vom Hub. Und dieser weiße Kreis, der war wohl ganz wichtig, dass man öfter hat. Okay, dann würde ich sagen, überlegen wir mal, was wir hier machen. Hier sind ja auch noch Teile, die da. Ja, hier laufen ganz viele Teile rein. Aber wahrscheinlich brauchen wir die auch alle, ne? So, der kam dazu, dieser Stern. Wo läuft es denn jetzt hier? Oben, das sind wir am Bauen, da fehlen noch 4000. Diese werden, glaube ich, auch gebaut, ne? Wie ist das ausruhen sein? Ach, den Schlüssel kopieren, okay. Da ist der Halb. Die kommen da auch noch alle reingelaufen. Diese kommen da auch reingelaufen, die 4000. Ja, der Mordrak hat auch geschrieben, dass man dann so eine Produktionsstätte, wenn man die sinngemäß ordentlich gebaut hat, dann auch kopieren kann. Dafür müsste sie sehr kompakt natürlich sein, um sie zu kopieren. Okay, ich denke mal, das kriegen wir aber auch alles irgendwann hin. So, ich sehe gerade, wir sind immer noch auf dem Bildschirm hier. Das heißt, ich switche mal gerade um. Nach dem Intro sehen wir uns gleich weiter, ne? Bis dann. So, jetzt sind wir wieder im Vollbild. Nicht in dem kleinen, aber da konnte er ja noch genug sehen, erstmal zum Erklären und das kleine Umbauen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir diese weißen Kreise zum Beispiel, die wir hier haben, dann weiter voranbringen. Oder wie ist das? Die werden weiß lackiert. Ach so, okay. Und da werden sie dann wieder. Was passiert denn hier? Hier passiert ja gar nichts. Die laufen dann noch nicht rein. Sehe ich doch richtig, dass die hier. Das Blaue und das Gelbe wird weiß, laufen hier rein. Laufen hier durch, aber hier passiert nichts, weil es hier unten noch hapert. Okay, hier geht es jetzt nicht doch nicht weiter. Wo fehlt es jetzt dran? Wo fehlt es hier dran? Diese Form muss noch das Viereck haben. Sind wir doch noch nicht hier mit durch. Hier sieht es noch gut aus, aber hier sieht es nicht gut aus. Hier muss noch irgendwo was weggeschmissen werden, wahrscheinlich dann, ne? Ja, hier sind wir noch gar nicht fertig gebaut. Okay. Okay, dann sind wir da noch weiter dran, ne? Wir haben das alles so weit gebaut. Warte mal, die Vierecke kommen hier raus, werden geteilt in halbe. Ja, es liegt einfach hier hinten dran, aber wahrscheinlich, dass es hier noch nicht fertig ist, oder?
Die können sich ja ruhig stauen, allerdings als kleine einzelne Teile dann, ne? So, wo sind hier die kleinen einzelnen Teile nachher? Der baut sie zusammen. Hier werden sie irgendwie gedreht, damit sie an der richtigen Stelle sind. Und hier wird geschnippelt. So, da ist er oben rechts und oben links. Jetzt läuft es hier nämlich wieder, wie wir sehen, weil ich hier das gerade weitergemacht habe. Die Teile werden auch richtig zusammengebaut. Das geht also auch. Wir brauchen das Teil oben links. Das heißt, dieser ist richtig, dieser ist verkehrt. Der muss noch gedreht werden. Und zwar, ich glaube, so rum, ne? Ja, sieht so aus. Glaube, den können wir so dahin bauen, ne? Ja. So, der geht dann da weiter. Und die sind oben links, so wie es sein soll. Wir bauen hier einen Tunnel hin, der bis nach da geht. Dann bauen wir hier einen Kombinierer hin, der so ist. Der geht da lang und der geht da lang. Und dann sollte das passend sein, oder? Die sind oben links, die sind oben links, die da oben werden genug gedreht und sind dann auch oben links. Passt. So, jetzt kommen die blauen hier raus, werden mit dem weißen zusammengebastelt und fallen aufs Band. Und wir haben schon die ersten 50 von 1000 fertig. Sehr gut. Okay. Jetzt muss man gucken, wo die Produktion gesteigert werden kann, ne? Eigentlich hier rausnehmen, ne? Aber ist wieder so eng gebaut, ne? Ja. Hier staut sich's jetzt auch. Hier muss man, na, da muss man schon aufpassen, ob das hier weiterläuft überhaupt, ne? Vielleicht muss man hier doch wieder einen. Ne, ist gerade einer aufgerutscht, also geht's doch. Passt erstmal. Hier läuft's ganz langsam auch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? Hier unten laufen die Kreise, die auch hier sind. Die werden da lackiert. Das heißt, ich könnte sie hier tatsächlich noch mal abnehmen, ne? Schwierig. Schwierig, 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 was wir damit machen müssen oder können oder tun. Die kommen mir ohne Ende an. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Rot. Kreise sind auch noch genug da, so ist nicht. Wir bräuchten aber das Gelbe, glaube ich, ne, um Weiß zu kriegen. Gelb und Blau hier, das ist unsere Farbe. Wo kommen die Gelben weg? Wo ist das gelbe Reservoir? Ressource? Oh ne, hier wird ja auch gebastelt, klar. Gelb wird aus Grün und sag schon. Aus Grün und Rot wird Gelb gemacht. Hier ist kein Grün gerade da, so ein Shit.
Also wir müssen definitiv die Linie verstärken, um das hinzukriegen. Allerdings sehe ich schon eher, dass hier dieser hier mit 6000 weiter ausgebaut werden muss und nicht den, den wir gerade bauen. Was Modrak schon sagte, hier ist der weiße Kreis. Schon wieder gefragt. Hier unten gibt es den natürlich auch nochmal. Okay. Hier sind es nur 1000, die wir erstmal brauchen. Farbe ist hier. Die wird dann da gemischt. Also hier sind die Bänder voll. Hier hapert es dran. Das heißt, wir müssten dieses Blau malen erstmal hier kriegen von diesem Teil hier. Weil da rutscht es nicht voran. Ist definitiv da das Problem. So, jetzt baue ich den so um. Baue ich die da weg. So, die Teile sind jetzt wieder unterwegs, ist klar, weil da mehr Abstand zwischen ist. Jetzt stauen sie sich, okay. Wenn sie sich stauen, kann ich wieder was runternehmen. Das passiert dann hier. Da kann ich was wegnehmen. Kann dann hier hochbauen. Und die Färbemaschine ist da. Würde ich hier hinbauen. Machen wir mal so. Bauen dann da einen Tunnel hin, der von da nach da geht. Und kriegen dann wieder eine Kombination. Das wäre der. Nee, jetzt habe ich das verwechselt. So. Der wäre da schon richtig. Der kommt da dran. Und wir nehmen irgendwo wieder die blauen raus. Können wir hier nochmal machen. Und fahren da blaue ein. So, jetzt kommen doppelt so viele blaue hier schon mal raus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass es mit dem Weißen auch so klappt, wie wir das uns vorstellen. Aber das ist ja hier auch erstmal richtig, ne? Die Weißen stauen sich ja. Hier staut sich es auf jeden Fall auch noch. Aber hier wird es weniger, kann das sein? Das heißt, wir müssen diese Form nochmal neu bauen. Ja, das sind zu wenig. Das hört hier gerade auf. Das heißt, wir müssen hier die halben haben. Und den Viertel, den holen wir hier wieder weg. Ja, wir bräuchten mehr Platz zum Bauen. Kann ich das hier verändern? Ja, könnte ich. Das höher ziehen. Der müsste da sein. Dann bau den mal erstmal weg hier, oder? So, jetzt lassen wir das mal hier leer laufen gerade. So, dann da oben den wieder hin. Das Teil dahin ist schon passend.
So, den Zusammenbauer. Den bauen wir schon mal wieder dahin. Warte mal, der muss da gar nicht sein. Der ist aus vergangenen Zeiten, ne? Der kann da weg. Ah, jetzt geht erstmal alles im Mülleimer. Das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, jetzt passt es erstmal. Ja, jetzt wird der wieder so gebaut. Das ist richtig. Jetzt können wir den Mülleimer da aber wegnehmen und holen uns das Teil wieder. Und drehen das Teil einmal. Okay, das war falsche Richtung. Drehen das Teil einmal. Jetzt ist es richtig. Und jetzt haben wir das trotzdem hier wieder verbaut. Wenn ich den dahin baue, kriege ich das so hin. So wollte ich das jetzt haben. Und so. Jetzt läuft das erstmal wieder. Der wird gedreht. Das war richtig. Ich muss hier noch einen runternehmen. Kriege ich auch so gerade hin. Und hol den mir hier rüber. Muss den aber noch auf dem Kopf haben. Das heißt, ich muss den zweimal drehen. Shift-Taste nie gedrückt. So, und dann kann ich den hier stapeln. Und habe das richtige Teil eigentlich daraus, oder? So, und jetzt fehlt mir das Viereck, was ich hier irgendwo habe. Was ich hier wegholen kann. Wahrscheinlich am besten hier raus. Während ich es auch da holen kann, spielt eigentlich keine Rolle. So, Tunnel bauen. Und da kommt er hin, oder? Und jetzt müsste ich das richtige Teil daraus kriegen, ne? Ja, ist es. So, und das muss ganz einfach hier nur hoch, ne? Das heißt, ich baue das da ein, oder? So, jetzt läuft's. So, die blauen werden jetzt noch mehr gebaut, oder? So. Jetzt läuft gerade nichts mehr, ne? Jetzt haben wir wieder wahrscheinlich irgendwo was kaputt gebaut, oder? Ich habe dieses Teil weggenommen. Ja, das sind wohl hier zu wenig dann. Jetzt ist dieses Band voll, ne? Ja, nützt nichts. Das, was ich vorhabe, kann man nicht machen, weil funktioniert so nicht, glaube ich. Ich muss irgendwas im Mülleimer schmeißen. Das geht nicht anders. Dieses Teil, was ich jetzt hier gebaut habe, ist wahrscheinlich Müll zu machen. Auch wenn ich das wieder zusammenbasteln will. So, jetzt geht die Produktion hier nämlich weiter, ne? Ja. Hier kam gerade einer durch, aber das ist ja hier das Problem, dass da keiner mehr kommt. Die halben fehlen mir jetzt, die hier sind. Die halben fehlen.
muss ich die halben irgendwo her haben, die ich hier schlecht reinbauen kann. So. Jetzt müssen wir hier irgendwo schneiden. Kommen mit dem da raus. Machen den dahin und dann werden die gecuttet. Ich muss die untere Hälfte, glaub, haben, ne? Bau den da so rein und lass die andere Hälfte im Müll laufen. Jetzt produzieren die nicht. Ich habe hier die untere Hälfte zwar, aber hier habe ich nichts. Weil es sich hier voll staut. Baue ich das mal gerade dahin? Die Teile sind jetzt richtig, die Teile sind auch richtig. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass das mit dem da läuft. Ich weiß es aber nicht, wir müssen es ausprobieren. Wenn der Stau jetzt nicht da ist, Rückstau gibt es hier trotzdem, glaube ich. Es staut sich zu hoch, funktioniert also nicht. Das heißt, der Abnehmer hier funktioniert nicht, oder? Kompliziert, ne? Ich muss hier mehr in den Mülleimer schmeißen wohl. Ja, das ist noch lange nicht durch. Ich denke mal, die Folge ist schon lange genug. Wir machen jetzt hier erst einen Cut. Ich überlege nochmal genau, was wir da wegmachen müssen und was nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.